Moin Moin und herzlich willkommen zu Boote TV. Wir hören ja öfter den Wunsch nach einem Einsteigerboot und meistens kommen dann dazu noch ein paar individuelle Wünsche. Also haben wir uns Gedanken gemacht und waren bei Bauhaus Nautik shoppen und zwar haben wir uns für 2900 Euro eine Schale gekauft. Und aus dieser Schale kann man wie bei einem Lego-Set sich relativ einfach wirklich sein eigenes Boot zusammenbauen. Und das machen wir jetzt. So, wie bereits erwähnt, wir haben es vom Bauhaus, Bauhaus Nautik, um genauer zu sein. Auf der Website findet ihr es ganz einfach, wenn ihr Pegasus eingibt. Es handelt sich also um ein polnisches Boot. Wie gesagt, die Grundausstattung fängt bei 2.999 Euro an. Man hat die Option, das mit oder ohne Motor zu kaufen. Wir haben uns für die Version ohne Motor entschieden. Den holen wir uns später noch dazu. Und fangen wir an. In dieser und der folgenden Serien wollen wir euch zeigen, wie man aus einem offenen Sportboot, einer Pegasus 450 vom Bauhaus Nautik, ein komplettes Boot baut. Dazu kann man alle Teile einzeln dazu bekommen. Man kann nur die Schale kaufen und sie mit einem Außenborder beispielsweise als Angelboot fahren. Man kann da aber auch ein richtig komfortables Sportboot draus machen, indem man halt die ganzen Teile sich besorgt. Hier sehen wir beispielsweise die Rehlinge, die werden schon vorgefertigt, vorgebogen, die werden später nur noch so montiert, das ist gar kein Problem. Das gleiche gilt für die Bugskisten. Dann haben wir hier den Steuerstand mit dem dazugehörigen Lenkrad. Dann haben wir hier nochmal die Bugskiste, die Heckreling, Badeleiter, Polster. Es ist im Prinzip alles da, nur wie wird es zusammengebaut und darum geht es jetzt. Das ist hervorragend verarbeitet, möchte ich sagen. Alles, was ich so sehe, hat Hand und Fuß. Ja, man sieht auch, die Deckel sind auch von innen beschichtet. Es gibt keine scharfen Kanten. Da, wo Edelstahl Not tut, ist es auch Edelstahl. Alle Klampen und Beschläge sind wunderbar unterlegt. Auch da sieht es sehr gut aus. Ja, alles schön, keine Kanten drin. Alles abgedichtet. Nee, das ist hervorragend verarbeitet. Ja, und es ist auch wirklich relativ massiv. Ne? Ja. Also es ist kein dünnen Plünkram, sondern vorne, das hat schon Hand und Fuß. Das hat schon was. Ja. Auch die Steuerleiste ist vernünftig hier. Ja. Wie sagen wir so schön, ausreichend dimensioniert. Ja. Als besonders praktisch erweist sich in unseren momentanen Arbeiten, dass es eine wunderbare Anleitung gibt, wo das alles mit Fotos erklärt ist, einzelne Schritte und das Beste, es ist sogar in Deutsch und das Deutsch ist tadellos. Also wir müssen von der Kante 400 abbleiben auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite von der Kante 290. Und die Zahlen standen in der Anleitung? Die stehen oder? In der Anleitung. Wunderbar. Okay. So passt das. So, ja. Jetzt zeichnen wir an, wo der Steuerstand nachher sitzt, weil wir das entfetten müssen und abkleben müssen, damit die Klebe hält. So, der kann wieder runter. Bevor wir das machen, kleben wir einmal mit einem Kreppband entlang der eben gezeichneten Linie, Achtung, außen entlang der Linie, ab und schützen so unser Boot vor eventuellen Kleberückständen, die gleich entstehen könnten. Das machen wir sowohl an Bord als auch am Steuerstand. Ja, das ist hier jetzt unten, wo er drauf steht. Das muss ein bisschen angeschliffen werden. Das reicht schon. Ja, das reicht schon. So, ich mache jetzt mit Aceton diese Schleifreste ab, damit auch der Kleber gut drauf hält. Jetzt kommt meine Lieblingsarbeit. Bitte schön. Dankeschön. Auf los geht's los. Tief zügig gehen, ja. Weil der Scheiß, der trocknet schnell an. Alles wird gut. So. Ich muss den hier auch richtig positionieren. Ich komm dann. Den Schraubenzieher reinstecken, damit man. Ja. Gut. Vorne ist das. Nee, weiter vor. Der kann nicht weiter vor. Nee, alles gut. Steck den rein, so.
so schraubfest. Gut. Fest. Wir haben jetzt den Steuerstand mit zwei Schrauben fixiert, außer dem Kleber. Und jetzt wird noch eine dritte Schraube in die Mitte zwischen die beiden anderen Schrauben gesetzt. 1,5 von oben. 1,5 von oben. Okay. Bohrer gleichzeitig mit Versenker. Das ist, nimmt man zum Vorbohren und jetzt kommen die 6 mm, die da durchgebohrt werden. 6,5 bitte. Aha. Wird gebohrt. Jawohl. Macht ihr das schon wieder? So, das so, da ist ein bisschen Matsche ran, damit das dann auch schön dicht ist. Schön. Gut, hast du das mitgekriegt? So, geht los. Dreh. Fest. Fest, gut. Eine Revisionsklappe. Genau, das ist der Elektrohauptschalter sozusagen. Okay. Daran wird später die Elektrik ein- und ausgeschaltet. Gut. Versiegeln tun wir die Geschichte ganz am Ende, wenn wir alles versiegeln müssen. Okay. Es muss jetzt erstmal 24 Stunden trocknen.